Hallo und willkommen zu Mindful Flow. Für heute brauchst du einen Block, ein Buch, wenn du keinen Block hast, und eine Decke. Wir fangen die heutige Stunde im Sitzen an. So komm für dich in eine bequeme Sitzhaltung, Beine verschränkt oder in einen Schneidersitz. Schau mal nach, wie es dir gut geht. Die Sitzknöchel in den Boden geerdet, Schultern weg von den Ohren und deine Kopfkrone ganz lang nach oben zur Decke. Schließe die Augen und spür nach, wie es dir heute geht. Wie bist du auf deine Matte heute angekommen? Wie fließt dein Atem durch deinen Körper? Nach, ob du Verspannung in deinem Körper wahrnehmen kannst und wo du es wahrnehmen kannst. Ist dein Atem ganz ruhig, ganz entspannt durch deinen Körper fließen. Wenn es für dich schwer fällt, deine Gedanken zur Ruhe zu bringen, bring deine Aufmerksamkeit und deinen Fokus zu deinem Atem. Spür nach, wie dein Atem durch dir fließt. Und beobachte, ob dein Atem nur im Brustbereich bleibt oder ob du, ohne zu versuchen, Richtung Bauchdecke atmen kannst. Wo ist deine natürliche Atmung? Wir bleiben hier ein paar Atemzüge noch. In Stille, in Ruhe. Setze für dich ein Ziel für deine Praxis heute. Was wünschst du dir von deiner Praxis? Wo willst du die Energie in deinen Körper schicken? Mit deinem Einatmen heb die Arme über die Seite nach oben. Mit den Ausatmen Hände zusammen vor der Brust. Einatmen öffnen. Die Augen können gerne geschlossen bleiben. Ausatmen Hände zusammen. Vor dem Brust. Einatmen, öffnen. Ausatmen, schließen und senken. Ohne drüber nachzudenken, beweg dich weiter mit deinem Ein- und Ausatmen. Einatmen, Hände senken mit den Aus. Deinen Atemrhythmus weitermachen. Ein meditatives Bewegung dann wird. Hände senken mit den Aus. Öffne mit den Ein. Und bleib damit deine Hände zusammen vor dem Brust. Und wiederhole dein Ziel für dich. Und komm dann in der Kindeshaltung. Die Beine auseinander, die Großzehen zusammen, deine Arme ganz entspannt nach vorne ausgestreckt. Kopf Richtung Boden, Oberkörper senken lassen. Ganz entspannt hier weiter atmen. Mit deinem nächsten Einatmen komm dann in einem Vierfüßlerstand.
Knie, unsere Hüfte, Hände, unsere Schultern. Mit dem Ausatmen lass dich rund werden. Mit dem Einatmen öffne dich. Nacken bleibt in die Länge und Falten frei. Rund mit dem Aus. Öffne mit dem Ein. Ausatmen. Kinn zum Brust. Einatmen. Öffne deine Brust. Bleib dann rund und lass deinen Kopf dann hier sanft von Seite zu Seite bewegen. Ja, nein. Hände fest in den Boden drücken, rund zwischen die Schulterblätter. Bleib hier kurz und dann öffnen. Schultern weg, Brustkorb geöffnet, aber nur so weit, dass es in deinem unteren Rücken angenehm bleibt. Keine Falten in deinen Nacken. Und dann lass dich hier in ein Kreiseln bewegen, eine Wirbelsäule hier mobilisieren. Kopf gerne mit in die Bewegung hineinnehmen. Rund und öffnen. Spür nach, was du hier brauchst. Die Richtung dann wechseln. Die Spinne weben, die ganze Staub, die im Körper fest bleibt, die hier mobilisieren, ausschütteln. Und langsam wieder zurück. Zehen aufstellen und streck dein linke Bein nach hinten aus, dein rechter Arm nach vorne. Fersen aktiv nach hinten, die Fingerspitzen aktiv nach vorne. Aufpassen, dass du hier nicht zwischen die Schultern senkst. Mit deinen nächsten Ausatmen lass dich rund werden. Knie und Ellenbogen zusammen. Einatmen, öffnen. Das noch viermal. Rund mit den Aus. Strecken mit den Ein. Rund. Und strecken. Noch zweimal. Streck dich dann wieder ganz lang aus. Und dann bring deine Zehenspitzen und die Fingerspitzen zum Boden. Und dann wieder heben. Senken und heben. Noch dreimal. Dein Arm, dein Bein bleiben ausgestreckt. Und nur aus der Hüft- und Schultergelenk bewegen. Dein Hand und Knie dann wieder zum Boden. Und kurz hinten in die Kindeshaltung. Und spür kurz nach. Vergleich deine rechte Hüfte mit die linke. Deine rechte Schulter mit die linke. Wenn da was ist zu spüren. Wenn nicht, das ist auch okay. Komm langsam wieder zurück in den Vierfüßlerstand und dann wechseln wir die Seiten. Dein rechter Bein nach hinten ausstrecken, dein linker Arm nach vorne, Ferse aktiv, Fingerspitzen aktiv und schau für dich, dass dein Gewicht auch hier zentriert bleibt. Atme ganz natürlich weiter. Und mit den nächsten 5 Atemzüge rund mit den Aus und strecken mit den Ein. Letztes Mal. Lass dich wieder lang werden und dann senk deine Hand, senk deinen Fuß. Wieder heben und senken. Heben und senken noch zweimal. Und Hand und Knie zurück und wieder in die Kindeshaltung. Spür wieder nach, ob deine Hüfte, ob deine Schultern sich hier ein bisschen gleichmäßiger fühlen. Oder ob eine Seite vielleicht mehr verspannt ist wie die anderen. Roll dich zum Sitzen. Und mach für dich hier kleine Schulterkreise. Wenn ein Fersensitz für dich hier nicht geht, dann kannst du gerne in einen Schneidersitz am Boden kommen. Richtung von deiner Schulterkreise dann wechseln.
Nun heb deine Arme über die Seite nach oben. Schultern weg, Schulterblätter weg voneinander, breit in deinen Oberkörper. Atme hier ganz natürlich weiter. Dann lehn dich dann über zu die rechte Seite. Blick, wo es für dich hier entspannt ist. Beide Hüfte schwer am Fersen, fest am Fersen, oder wenn du in einem Schneidersitz bist, dann beide Hüfte fest am Boden. Wechseln die Seite mit dem Ausatmen. Und dann wieder in die Mitte. Bring deine Hände hinter deinen Rücken, verschränke deine Finger und öffne den Brust nach oben zur Decke. Nacken ist lang, Kiefer ist entspannt. Und mit deinem Ausatmen lass dich dann langsam nach vorne falten. Die Hände entweder hinten ausstrecken oder nach oben. Einatmen, komm hoch. Ausatmen, wieder in den Vorbeuge. Einatmen, heben. Ausatmen, wieder senken. Einatmen. Und Hände lösen. Bring deine Hände nach vorne. Stell die Zehen auf. Gesäß zu die Fersen. Deine Arme vielleicht ein bisschen weiter nach vorne kraxeln. Komm auf die Fingerspitzen, dass die Schultern aktiv bleiben. Schultern weg. Die Schulterblätter breit. Ein letzter tiefes Atemzug hier. Und dann in deine herabschauenden Hund. Dann lass dich hier gerne in deinen Hund spazieren gehen. Ein Bein beugen, die anderen strecken. Und gerne mit die Hüfte und die Schultern mitbewegen. Schau mal nach, was du für Bewegung hier brauchst. Was für dich jetzt passt. Ob du in der Früh oder am Abend praktizierst, dein Körper braucht dann andere Bewegungen. Wir bleiben dann kurz in Ruhe in unserem Hund. Und dann krabbel mit deinen Füßen nach vorne zu den Händen. Einatmen zu einer geraden Rücken. Ausatmen, senken. Kopf nochmal ja und nein von Seite zu Seite. Greif mit deinen Händen zu deinen Ellenbogen und lass dich von links nach rechts schaukeln. Komm langsam wieder in die Mitte. Löse die Arme, beug die Beine und roll dich langsam zum Stehen. Schultern weg, heb deinen Kopf. Bleib für dich in deiner Berghaltung, die Arme dann nach oben zur Decke und zusammen vor der Brust. Einatmen, Arme öffnen. Ausatmen, Hände zusammen vor der Brust. Einatmen, wieder öffnen. Ausatmen, zum Brust. Verschränke die Finger und dreh die Handfläche nach vorne und oben. Lass dich hier ganz lang werden, die Wirbelsäule verlängern. Und dann bring deine Arme wieder auf Schulterhöhe, Kinn zum Brust. Einatmen in die Verlängerung. Ausatmen, lass dich wieder rund werden. Öffne dich mit dem Einatmen. Ausatmen, rund. Einatmen. Und lehn dich dann nach rechts mit dem Aus. In die Mitte ein. Und nach links. In die Mitte und lösen in dein Vorbeugefalten. Gerade Rücken mit dem Einatmen und Ausatmen wieder senken. Beide Beine nach hinten in deine schräge Ebene. Hier kurz halten, schau, dass du nicht zwischen die Schultern senkst. Bauchnabel Richtung Wirbelsäule. Nun Knie, Brust und Kinn zum Boden. Roll dich nach vorne in eine kleine Raupe. Zehen aufstellen durch die Kindeshaltung in dein Hund. Tief hier ein und Füße nach vorne zu die Hände mitten aus. Gerade Rücken und wieder senken. Arme über die Seite nach oben zum Stehen, Hände zusammen vor dem Brust. Einatmen, öffnen. Ausatmen in dein Vorbeuge.
gerade Rücken und senken. Beide Beine wieder nach hinten, schräge Ebene. Und dann Knie, Brust und Kinn zum Boden. Kleine Raupe öffnen den Brust. Zehen aufstellen durch die Kindeshaltung in den Hund. Tief hier ein und Füße zusammen zu den Händen mitten aus. Gerade Rücken und falten. Arme über die Seite nach oben zum Stehen. Hände zusammen vor dem Brust. Einatmen, lass dich wieder öffnen. Ausatmen in dein Vorbeuge. Gerade Rücken und senken. Dein rechte Bein nach hinten, linke Bein hinten. Knie, Brust und Kinn, roll dich nach vorne. Ein bisschen höher dieses Mal und von Seite zu Seite schauen. Spür mal nach, wie hoch du hier kommen wirst, dass dein unterer Rücken noch bequem bleibt, dass du hier keine Schmerzen empfindest. Lass dich wieder senken, Zehen aufstellen, durch die Kindeshaltung, in den Hund. Die Füße nach vorne zu, die Hände mitten ausatmen, Vorbeuge senken. Arme über die Seite nach oben, Hände zusammen vor dem Brust. Bleib hier kurz, atme tief ein und aus. Einatmen, öffnen, ausatmen, Vorbeuge. Gerade Rücken und senken. Rechte Bein nach hinten und Knie zum Boden. Schau mal hier für dich, dass dein Knie und Sprunggelenk übereinander bleiben. Die Hüfte schaut nach vorne. Arme nach oben, Schultern weg. Verschränke deine Daumen und versuch hier von deinem Brustbein ein bisschen mehr nach oben zu öffnen. Tief ein und aus. Hände kommen zum Boden. Heb dein rechtes Knie, linke Bein nach hinten und hier durch deine Vinyasa gehen. Gerne Knie, Brust und Kinn oder durch Chaturanga. Durch die Kindeshaltung in den Hund oder gleich zurück. Rechte Bein hinten oben. Halte hier tiefes Ein- und Ausatmen. Zehenspitzen aktiv nach hinten strecken. Knie zum Brust bringen. Und Fuß nach vorne zwischen die Hände platzieren. Linke Knie zum Boden. Einatmen, die Arme über die Seite nach oben. Verschränke nochmal deine Daumen und lehn dich ein kleines Stück nach hinten. Die Öffnung kommt aber von deinem Brustbein, nicht von deinem unteren Rücken. Bring die Hände zum Boden und dein linker Fuß nach vorne. Einatmen, gerade Rücken. Ausatmen, senken. Arme über die Seite nach oben zum Stehen. Hände zusammen vor dem Brust. Einatmen, öffnen. Ausatmen, falten. Gerade Rücken. Und dann wieder senken. Dein linkes Bein nach hinten, Knie zum Boden. Arme über die Seite nach oben. Daumen verschränken. Leichte Rückbeuge von deinem Brustbein heben. Hände zum Boden mit dem Ausatmen. Heb dein Knie, rechte Bein nach hinten und durch deine Vinyasa. Wenn du die Vinyasa auslassen willst, kannst gerne dann einfach gleich zurück in den herabschauenden Hund gehen. Dein linke Bein hinten und oben hier kurz halten. Streck dein Bein ganz aktiv hinten und oben, deine Hände ganz aktiv in den Boden drücken. Knie zum Brust, lass dich rund werden. Fuß vorne zwischen die Hände dann absetzen. Rechte Knie zum Boden, öffne die Arme nach oben, Daumen verschränken, Brustbein nach oben zur Decke öffnen. Hände zum Boden bringen, rechte Bein nach vorne, gerade Rücken mit dem Einatmen, Ausatmen senken, Arme über die Seite nach oben, Hände zusammen vor dem Brust. Einatmen, öffnen, ausatmen, senken, gerade Rücken und wieder entspannen. Rechte Fuß nach hinten, Ferse zum Boden und öffne dich dann in deine Kriege 2. Die vordere Ferse und die hintere Fußgewölbe in eine Linie, die Arme auf Schulterhöhe und Fingerspitzen ganz aktiv in Gegenrichtungen ziehen.
Wenn es in deinem Nacken bequem ist, dann nach vorne über die Fingerspitzen schauen. Linke Handfläche nach oben und lehn dich dann nach hinten in deine Reverse Warrior, dein Umkehrkrieger. Blick, wo es in deinem Nacken entspannt fühlt und wieder in die Mitte. Bring deinen linken Arm auf dein linkes Bein, der rechte Arm nach oben zur Decke. Blick kann mitgehen, muss aber nicht. Schau, dass du hier nicht in deine Schultern senkst. Die Fingerspitzen hilft dich nach oben zu ziehen. Komm wieder zurück in die Mitte. Beide Hände zum Boden. Heb deine rechte Ferse, linke Bein nach hinten. Durch deine Vinyasa oder gleich hinten in deinen herabschauenden Hund. Rechte Bein nach hinten und oben. Knie zum Brust. Fuß nach vorne. Ferse zum Boden. Öffne dich auf die Krieger 2 in die andere Seite. Arme auf Schulterhöhe. Blick, wo es in deinem Nacken entspannt ist. Dein Knie ist über dein Sprunggelenk oder weite nach hinten. Lehn dich vorne, kipp dich nach hinten. Reverse Warrior. Blick, wo es in deinem Nacken entspannt ist. Komm wieder in die Mitte und in einen seitlichen Winkel. Rechte Arm, rechte Bein, linke Fingerspitzen nach oben zur Decke. Blick wieder, wo es hier passt. Komm zurück in die Mitte und beide Hände zum Boden. Linke Ferse heben, rechte Bein zurück, Vinyasa. Tief hier ein. Entspannt aus. Krabbel mit die Füße dann nach vorne. Gerade Rücken und senken. Greif zu die Ellenbogen und lass dich hier von Seite zu Seite bewegen. Komm langsam wieder in die Mitte, die Arme lösen, gerade Rücken und senken. Beug die Beine und roll dich langsam zum Stehen. Arme über die Seite nach oben, Hände zusammen vor dem Brust. Hände zum Brustbein, die Augen gerne schließen, spür nach. Dann nimm dann einen Block, wenn du einen hast, oder ein Buch, wenn du keinen Block dabei hast. Und schau, dass es auf die vordere Seite von deiner Matte bereit liegt. Gerade Rücken, Arme nach oben und in deine Vorbeuge falten. Einatmen, heben, ausatmen, Vorbeuge. Dein rechtes Bein nach hinten, Ferse wieder zum Boden. Öffne dich in deine Krieger 2. Dein Block auf die innere Seite von deinem linken Fuß. Wir bleiben hier kurz Schaumbein Richtung Bauchnabel, Kopfkrone lang zur Decke und dann in deine Reverse Warrior. Blick entweder zum hinteren Fuß. Wenn du hier tiefer hineingehen willst, kannst du gerne mit deinem rechten Arm zu deiner linken Hüfte greifen. In die Mitte. Und entweder hier in eine seitliche Winkel bleiben, mit deinem linken Arm auf dein linkes Bein oder mit deiner Hand deinen Block bringen auf die innere Seite von deinem linken Fuß. Lass deinen rechten Arm dann neben deinen Kopf kommen, Fingerspitzen ganz lang zum Raumende oder Raummitte, wie auch immer du in deinen Raum stehst. In die Mitte, nimm deinen Block mit, beide Füße dann zur Mattenlängeseite, Block dann auf die andere Seite bringen. Schultern weg, Brustkorb öffnen und falte dich dann aus die Hüfte in eine Halbvorwärtsbeuge. Arme aus der Seite. Die Beine hier gerne ganz minimal beugen, falls es zu viel in die Oberschenkel sind. Tief ein und aus hier und senken mit dem Ausatmen. Einatmen, roll dich nach oben. Ausatmen, lass dich wieder senken. Wenn du Hilfe brauchst, kannst du gerne hier nochmal zu deinem Block greifen, wenn die Hände nicht entspannt zum Boden kommen. Gerade Rücken. Und dann wieder senken. Nochmal rollen. Und senken. Greif
krabbel dich dann zu deiner Matte, hintere Seite, dein linke Bein jetzt dann gebeugt, rechte Ferse zum Boden, kriege zwei auf die andere Seite. Reverse Warrior. Wenn du hier tiefer hineingehen wirst, Hand hinten auf deine linke Hüfte. Langsam lösen und entweder mit deinem Arm auf dein Bein, den rechten Arm nach oben zur Decke oder auf die innere Seite von deinem Fuß, mit oder ohne Block. Arm neben deinen Kopf bringen, Fingerspitzen aktiv in die Länge ziehen und dann komm wieder zurück. Bring deinen Block wieder mit, beide Füße zur Mattenlänge Seite, Hände zu der Hüfte, Schultern weg, öffne deine Brust und dann falte hier. Halb Vorwärtsbeuge, Arme wieder aus zu die Seite. Entspannt ein- und ausatmen. Und dann entspannen. Ganz gerne den Block drehen, dass du deinen Kopf vielleicht auf den Block bringen kannst. Beine hier gerne wieder leicht gebeugt. Und dann drehe dich dann wieder zur matten vordere Seite. Herabschauenden Hund. Gerne hier ein bisschen von Seite zu Seite spazieren, bewegen. Und krabbel dich dann langsam nach vorne. Gerade Rücken und senken in dein Vorbeuge. Beug die Beine und roll dich dann nach oben zum Stehen. Arme über die Seite nach oben, Hände zusammen vor dem Brust. Wir bringen dann immer wieder Neues dazu. Mit dem Einatmen öffne die Arme über die Seite. Mit dem Ausatmen falte dich nach vorne. Gerade Rücken und dann senken. Rechte Bein nach hinten. Kriege zwei. Ein Atemzug hier pro Haltung. Reverse Warrior nach hinten. Komm nach vorne in einen seitlichen Winkel. Gerne mit deiner Hand auf die innere Seite von deinem Fuß oder auf den Oberschenkel. Daneben dein Kopf. Dreh dich zum Boden, heb deine rechte Ferse, linke Bein nach hinten, Vinyasa. Oder gleich zurück in deinen herabschauenden Hund. Rechte Bein hinten und oben, Knie zum Brustfuß nach vorne. Kriege zwei auf die andere Seite, ein Atemzug pro Haltung. Reverse Warrior. Und ein seitlicher Winkel, dein Arm zuerst nach oben zur Decke. Und daneben deinen Kopf in die Länge ziehen. Dreh dich zum Boden, heb deine Ferse, rechte Bein nach hinten, herabschauenden Hund. Wenn du Lust hast, deine Vinyasa auch gerne hier dazufügen. Gerne hier tief ein und aus, durch die Nase und durch den Mund atmen und loslassen. Und komm dann in die Kindeshaltung. Die Arme nach hinten, die Schultern ganz entspannt Richtung Boden senken lassen. Beobachte hier, wie dein Atem gerade durch den Körper fließt. Wie es dir dabei geht. Langsam mit die Arme nach vorne, Zehchen aufstellen und zurück in deinen herabschauenden Hund. Spazier dann wieder nach vorne in dein Vorbeuge. Gerade Rücken und dann senken. Arme über die Seite nach oben, Hände zusammen vor dem Brust. Einatmen, öffnen. Ausatmen, entspannen. Block
und dein Buch oder zwei Blöcke, zwei Bücher, gerade rücken und senken. Rechte Bein nach hinten, Krieger 2, unsere beliebte Kriegerhaltung. Heb dann deine hintere Ferse und beide Hüfte nach vorne in ein High Lunge. Beide Hände zusammen vor dem Brust und lehn dich dann nach vorne. Vorbereitung hier für unsere Krieger 3. Dein vordere Bein, dein linke Bein ganz standhaft, ganz aktiv. Und bring dein Gewicht dann nach vorne. Ganz gerne hier mit den Händen zu deinem Block, zu deinem Blöcke, zu deinem Bücher bringen. Schau, dass deine rechten Zehenspitzen zum Boden gedreht sind. Langsam dein Standbein beugen, dein rechter Fuß wieder zum Boden bringen, Arme nach oben zur Decke, Hände zum Boden, linke Bein nach hinten, durch deine Vinyasa und zurück in deinen herabschauenden Hund. Linke Bein nach hinten und oben, Knie zum Brust und Fuß nach vorne. Bring deine Bücher vielleicht ein bisschen näher, dass die unter die Schultern sind. Roll die Schultern weg und schau, dass du hier in einer geraden Rücken bleibst. Eine Höhe Runner's Lunge. Wir strecken dann dein vorderes Bein. Lass deinen Oberkörper senken. Falls der Abstand hier zu groß ist, kannst du mit den hinteren Beinen ein kleines Stück näher nach vorne bringen. Oberkörper entspannt, beide Hüfte drehen sich nach vorne. Tief hier ein- und ausatmen, die Dehnung, die hintere Seite von deiner vorderen Oberschenkel wahrnehmen. Heb dein Oberkörper, die Hände wieder zum Boden bringen, vordere Bein beugen und zurück. Durch deine Vinyasa oder gleich zurück in deinen herabschauenden Hund. Dein rechter Bein geht hinten und oben. Knie zum Brust, Fuß nach vorne. Zuerst in unsere Krieger 2. Dann heb deine hintere Ferse, dreh die Hüfte nach vorne und die Arme nach vorne und oben. High Lunge. Bereiten uns langsam dann wieder vor, um in unsere Krieger 3 zu kommen. Bring die Hände zusammen vor dem Brust, lehn dich leicht nach vorne. Kopfkrone und die hintere Ferse in eine aktive Linie. Dann bring dein Gewicht auf dein vorderes Bein, hintere Bein heben, Krieger 3. Zehenspitzen drehen sich zu Boden, deine Hände auf deine Blöcke, auf deine Bücher, auf eine Bank, auf einen Stuhl, alles, die du dabei hast. Hintere Fuß wieder zum Boden, High Lunge. Und dann Hände zum Boden bringen. Rechte Bein nach hinten, herabschauenden Hund. Für den Oberschenkel Dehnung. Heben wir dann den rechten Bein wieder hinten und oben. Knie zum Brust und Fuß nach vorne. Den Blöcke hier wieder unter deiner Schultern, dass du in einem geraden Rücken bleiben kannst. Falls du die Blöcke oder die Bücher nicht brauchst, dann gerne die Hände zum Boden lassen. Dann strecken wir den vorderen Bein. Wenn du Dehnung hier zu viel ist, dann gerne dein hinterer Fuß ein bisschen weiter nach vorne bringen. Beide Hüfte nach vorne drehen, dein Oberkörper nur so tief senken, dass es hier in deinen unteren Rücken und in die Hüfte passt. Vordere Bein beugen, die Blöcke deine Bücher aus den Weg bringen und zurück. Durch deine Vinyasa. Komm langsam nach vorne zu die Hände, gerade rücken und dann senken. Arme über die Seite nach oben zum Stehen, Hände zusammen vor dem Brust. Einatmen, Arme öffnen, ausatmen, Vorbeuge, gerade rücken. Und dann senken. Rechte Bein nach hinten. Krieger 2.
Hier brauche ich nichts mehr dazu zu sagen. Reverse Warrior. Gerne tief und um deine Hüfte greifen. Lösen und komm in einen seitlichen Winkel. Hand am Oberschenkel oder auf die innere Seite von deinem Fuß. Komm wieder zurück. High Lunge, den hinteren Ferse heben. Beide Hüfte nach vorne. Hände zusammen vor dem Brust. Komm nach vorne. Kriege drei. Gerne hier wieder zu deinen Blöcke greifen oder Hände vor dem Brust lassen. Standbein gerne leicht gebeugt. Rechter Fuß nach vorne. Entspann dich in dein Vorbeuge. Tief ein- und ausatmen. Greif mit den Händen zu deinen Knöcheln. Vielleicht kannst du dich näher zu deinen Beinen ziehen. Roll dich langsam zum Stehen. Arme gleich mit über die Seite nach oben und zusammen vor dem Brust. Einatmen, öffnen. Ausatmen, senken. Gerade Rücken. Und dann wieder entspannen. Dein linkes Bein nach hinten, öffne dich in deine Kriege 2. Reverse Warrior, gerne hier tiefer greifen. Und ein seitlicher Winkel, die Höhe hier auch für dich dann entscheiden. Komm dann in die Mitte, die hintere Ferse heben, Arme vorne und oben, High Lunge. Hände zusammen vor dem Brust, Kriege 3. Standbein gerne leicht gebeugt, Hüfte bleiben geschlossen und ganz entspannt in dein Vorbeuge senken. Kopf locker, Schultern rund, gerade Rücken heben und wieder senken. Einatmen, heben, halb Vorwärtsbeuge, ausatmen, entspannen. Gerade Rücken und falten. Dein rechtes Bein nach hinten, High Lunge, Arme über die Seite nach oben. Beide Hüfte nach vorne, Schulterblätter weg voneinander. Bring deine Hände hinter deinen Rücken und verschränke die Finger. Ziehen die auf die innere Seite von den rechten Oberschenkel zum Boden. Öffne dich von deinem Brustbein nach oben zur Decke, nicht von deinem unteren Rücken. Lehn dich dann leicht nach vorne auf unsere friedvolle Kriegevorbereitung. Deine Arme aktiv hinter dir. Und dann lass dich weiter auf die innere Seite von deinem linken Oberschenkel Richtung Boden senken. Einatmen, komm dann langsam wieder nach oben. Dreh dich zur Matten, Seite und falte dich wieder nach vorne. Die Hände entweder nach oben zur Decke oder vielleicht weiter vorne über den Kopf. Nacken ist entspannt. Gesicht ist weich, gerade Rücken und komm wieder zum Stehen. Dreh dich zur Matten hintere Seite, wir haben die Seite dann einfach nur gewechselt. Arme nach oben, High Lunge. Beide Hüfte schauen nach vorne. Wenn wir die Hände hinten bringen, schau, ob du die Verschränkung von den Fingern dann wechseln kannst, die dir ein bisschen komisch fühlt. Auf die innere Seite von deinem linken Oberschenkel Richtung Boden ziehen. Leicht nach vorne lehnen, um Vorbereitung für Tiefe zu senken in dein friedvolle Kriege. Lass dein Oberkörper dann tiefer senken, Kopf Richtung Boden, die Hände nach oben zur Decke. Nur so tief senken, dass du deinen Balance dann halten kannst. Nach oben wieder kommen, dreh dich wieder in deine Grätsche, Arme nach oben zur Decke. Und dann entspannt in ein Vorbeuge dann falten.
Hände zum Boden oder auf deine Blöcke. Oberkörper, Kopf, Nacken ganz entspannt. Beine gerne leicht gebeugt. Gerade Rücken und dann krabbel dich dann nach vorne. Dein linker Fuß nach hinten, herabschauenden Hund. Und dann in die Kindeshaltung. Beine mattenbreit auseinander, Großzehen zusammen, Oberkörper entspannt hängen lassen. Die Arme sind nach vorne, aber ganz entspannt. Spür nach, wie dein Atem jetzt durch deinen Körper fließt. Was du in den Hier und Jetzt wahrnehmen kannst. Und komm zurück in deinen herabschauenden Hund. Lauf dann nach vorne zu den Händen, gerade rücken und entfalten. Beug die Beine, roll dich nach oben zum Stehen, die Arme gleich mit nach oben zur Decke, Hände zusammen vor dem Brust. Einatmen, Arme nach oben, ausatmen in dein Vorbeuge. Gerade rücken und wieder senken. Rechte Bein nach hinten, Kriege 2. Alle Teile fügen wir jetzt zusammen. Reverse Warrior nach hinten gerne tiefer greifen. Komm in die Mitte für deine seitliche Winkel. Komm zurück in die Mitte. Beide Hüfte nach vorne, Arme vorne und oben. High Lunge. Hände zum Brust. Und Kriege 3. Standbein wieder beugen, rechte Bein nach hinten, Arme nach oben, hinter dir dann verschrecken, öffne dein Brust nach oben zur Decke und falte dich dann nach vorne in deine friedvolle Kriege. Die Hände aktiv nach oben zur Decke. Es ist nicht so schlimm hier, wie du siehst, wenn du deine Balance dann verlierst. Gerade Rücken, öffne dein Brust, löse die Hände zum Boden, linke Bein nach hinten und durch deine Vinyasa oder gerne einfach zurück in deinen herabschauenden Hund kommen. In kleine Pause, rechte Bein hinten oben, Knie zum Brust, Fuß nach vorne. Kriege 2, öffne dich. Reverse Warrior, lehn dich nach hinten, gerne tiefer hier greifen. Langsam wieder in die Mitte und dann in die seitliche Kriege kommen. In die Mitte, hintere Ferse heben, Arme nach vorne und oben, modifizierte Kriege 1, Hände zum Brust und komm nach vorne, Kriege 3. Standbein gebeugt, Hände gerne zu deinen Blöcke und hintere Bein wieder absetzen. High Lunge, die Arme nach oben. Dann hinter deinen Rücken verschränken, öffne den Brust nach oben und falte dich nach vorne. Friedvolle Kriege. Arme nach oben zur Decke. Und langsam wieder zurück, die Arme lösen, wieder nach oben. Hände zum Boden, rechte Bein nach hinten, herabschauenden Hund. Und lass dich hier ein bisschen von Seite zu Seite spazieren. Die Hüfte, die Schultern, schau mal nach, wo du Entspannung in deinen Körper hier brauchst. Mit dem nächsten Ausatmen lass dich wieder in deine Kindeshaltung kommen. Spür nach in deinen Körper, in deinen Atem. Wie fühlst du dich? Wie geht es dir? Was kannst du dir hier wahrnehmen?
die Hände aktiv nach vorne auf die Fingerspitzen, Schultern wieder aktivieren. Und dann zurück in deinen herabschauenden Hund. Tief ein und aus. Und dann krabbeln wir die Füße nach vorne zu den Händen. Arme über die Seite nach oben zum Stehen. Hände zusammen vor der Brust. Einatmen, Arme wieder öffnen. Ausatmen, senken. Gerade Rücken. Und dann wieder entspannen. Rechte Bein nach hinten. Kriege 2. Reverse Warrior, lehn dich nach hinten. Es ist jetzt so in unserem Körper programmiert, dass wir nicht mehr drüber denken müssen. Seitliche Winkel. Schalte deine Gedanken ab. In die Mitte. Dreh dich nach vorne. Kriege 3. Die Arme vielleicht hier aus der Seite öffnen oder nach hinten strecken. Hinterbein zurück. Arme hinter dir verschränken, Brustbein öffnen und vorne falten. Langsam wieder heben, Arme lösen, Hände zum Boden, linke Bein nach hinten herabschauenden Hund. Roll dich nach vorne und durch eine Vinyasa oder gerne in dein Hund warten. Rechte Bein hinten und oben, Knie zum Brust und nach vorne. Kriege 2. Reverse Warrior. Seitliche Winkel. Nach vorne drehen, High Lunge. Kriege 3. Schau hier nochmal, was du mit deinen Armen machen willst. Und zurück nach hinten. Arme nach oben. Dann hinter dir verschränken. Vielleicht die Verschränkung von den Fingern wechseln. Nach vorne senken. Friedvolle Kriege. Balance ist hier der Schlüssel. Langsam wieder heben, Arme lösen, Hände zum Boden, rechte Bein nach hinten herabschauenden Hund, hier gerne bleiben oder durch deine Vinyasa. Ein paar tiefe Ein- und Ausatmungen hier. Und dann wieder zurück in deine Kindeshaltung kommen. Arme bleiben nach vorne, aber sind ganz entspannt. Spür nach, wie es dir jetzt geht. Wie fließt dein Atem, dein Kopf vielleicht hier von Seite zu Seite drehen. Und roll dich langsam in deinem Vierfüßlerstand. Ausatmen rund. Einatmen öffnen. Deinen eigenen Atemrhythmus ein paar Mal. Einatmen öffnen. Ausatmen rund. Weite für dich. Langsam so einen neutralen Rücken und dann lass dich hier wieder deine Wirbelsäule mobilisieren. In Kreisen oder liegende Acht bewegen von Seite zu Seite. Schau, dass du die Richtung von deiner Bewegung dann wechselst.
und dann langsam wieder zu einem neutralen Rücken. Stell die Zehen auf und dann heb deinen linken Arm nach oben zur Decke. Bring es hinter die rechte und kurz fürs Absetzen ziehst du es wieder aus. Einatmen, öffnen. Ausatmen, unten durch. Einatmen, öffnen. Ausatmen, unten durch. Ein letztes Mal nach oben und dieses Mal bleiben wir, dann unten durch. Schau, dass deine rechte Hüfte hinten bleibt, dass es nicht nach vorne kippt. Und deine rechte Hand hier dann für dich platzieren, sodass du das Maximum von dieser Haltung dann haben kannst. Entspannt oder aktiv, schau mal nach, was du hier brauchst, was für dich am besten fühlt. Ein paar Atemzüge hier noch. Dann reicht die Hand zurück, dass du die linke Arm ausziehen kannst und zum Boden bringen. Auf die andere Seite. Dann reicht der Arm nach oben zur Decke und unten durch. Kurz fürs Absetzen. Wieder rausziehen. Einatmen, öffnen. Ausatmen, unten durch. Noch zweimal. Und dann bleiben wir. Rechte Schulter zum Boden. Schau, dass deine linke Hüfte nach hinten bleibt. Und dein linker Arm für dich dann so platzieren, dass du die beste von dieser Haltung spüren kannst. Aktiv oder entspannt. Was brauchst du? Augen hier gerne schließen, den Körper langsam entschleunigen. Und dann langsam linke Arm zurück, rechte Arm wieder öffnen. Und zum Boden bringen. Rund werden mit den Ausatmen. Den Kopf hier langsam von Seite zu Seite. Nacken, Schultern entspannen. Lass den Brustkorb öffnen. Und vielleicht von einer Seite zu der anderen über die Schultern schauen. Bring die Beine aus von unter dir und nach vorne ausstrecken. Hände neben deiner Seite, Schultern weg, öffne den Brust. Ein bisschen Abstand zwischen die Beine und kurz hier auslockern. Beine wieder zusammenbringen, aktiv in die Füße. Arme nach oben zur Decke und lehn dich ein kleines Stück nach vorne. In die Länge ein, kleine Stücke falten. In die Länge und dann entspannen. Wenn du hier einen Block brauchst oder ein Buch, eine Decke, um deinen Kopf zum Entspannen, gerne hier dazu greifen. Wir bleiben hier ein paar Atemzüge. Schultern locke, Kiefer entspannt, Atmen ganz entspannt, weiter fließen lassen. Beine kannst du gerne hier leicht gebeugt haben. Und roll dich langsam zum Sitzen. Arme über die Seite nach oben und dann lehn dich nach rechts mit den Ausatmen. In die Mitte ein und links mit den Aus. In die Mitte, nach rechts, die Mitte. Nach links, ein paar Mal hier noch in deinem eigenen Atemrhythmus. Und dann Hände wieder zu deiner Seite bringen.
Rechte Hand unter deine Knie, den Fuß auf die innere Seite von deinem linken Oberschenkel. Rechte Arm vorne, oben und hinten und die Fingerspitzen dann hinter dir platzieren. Schau, dass du kein Gewicht auf deine Hand hinter dir hast und dass du nur so weit mit dem Nacken drehst oder schaust, dass es da entspannt bleibt. Tief hier ein- und ausatmen, den Bauch gegen deinen Oberschenkel drücken. Linke Fuß ist aktiv. Dann machen wir ein kurzes Gegendrehen in die andere Richtung. Und dann Seiten wechseln. Linke Fuß, innere Seite von der rechten Oberschenkel. Rechte Arm greift zum Bein. Linke Arm krault sich nach hinten. Fingerspitzen bleiben am Boden. Also eine kleine Sicherheitsmaßnahme, dass du nicht zu viel Gewicht hinter dir bringst. Nacken entspannt. Langsam eine kleine Gegendrehung in die andere Richtung. Dreh dich wieder nach vorne und greif zu deiner Decke. Hier in die Hälfte falten, dass du ein bisschen Höhe hast und kurz auf die Seite legen. Vordere Seite von deiner Matte kommen, Hände zu den Schienbeinen, Schultern weg, öffne den Brust und dann lass dich rund werden, schwer nach hinten senken. Einatmen, öffne den Brust. Ausatmen, rund werden. Nach oben ein, nach hinten aus und rutsch dich dann auf deinen Rücken. Die Beine sanft von Seite zu Seite oder kleine Kreise hier machen. Schau mal nach, wie es dir jetzt in deinen unteren Rücken geht. Dann bring deine Füße zum Boden, heb die Hüfte und greif zu deiner Decke und bring es unter deine Hüfte. Dein linke Bein nach vorne ausstrecken, dein rechtes Knie zum Brust. Wenn es für dich hier in deinem unteren Rücken unangenehm ist, dann stell deinen linken Fuß auf den Boden auf. Dein linke Bein ist dann sanft gebeugt. Den rechten Knie aktiv zum Brust ziehen. Anspannt hier ein- und ausatmen. Und dann wechseln wir die Seiten. Rechte Bein nach vorne ausstrecken, dein linke Knie zum Brust. Schau mal hier wieder nach, wie es dir in den unteren Rücken geht. Kannst dann hier wieder deine rechte Ferse am Boden platzieren, den Bein dann leicht beugen. Den Knie, linke Knie, ein bisschen fester zu dir ziehen. Beide Knie dann zum Brust bringen. Schaukeln, kreisen. Die Arme dann aus zu die Seite und die Beine nach oben zur Decke. Wir bleiben hier ein paar Atemzüge. Die Augen hier gerne schließen. Und falls es nicht entspannt ist, kannst du die Beine gerne beugen und die Knie Richtung Brust senken lassen. Deine Arme nur so weit weg von dir, dass du auch hier in den Schultern, in den Schulterblättern entspannt bist. Versuche hier aus deinen Gedanken zu bleiben.
dass dein Geist ruhig bleibt. Beobachte deinen Atem. Und beug dann langsam die Beine. Und strecke die dann nach vorne aus. Falls du hier genug Höhe unter die Hüfte hast, kannst du so bleiben. Ich falte kurz meine Decke, weil es öffnet sich nicht ganz optimal, wie es dann war. Dann habe ich hier ein bisschen mehr Höhe und kann mir dann besser auf die Hüfte vordere Seite dehnen. Schau mal nach, wie es für dich geht. Du kannst gerne dann auch deinen Block unter dir bringen. Die Decke ist dann ein bisschen mehr entspannt. Weiche. Augen bleiben geschlossen. Atme weiter entspannt ein und aus durch die Nase. Deine Füße dann langsam wieder aufstellen. Die Hüfte langsam heben, Decke aus von unter der und dann Hüfte wieder senken. Lass die Knie zusammenlehnen und kurz nachspüren. Dein unterer Rücken, deine Hüfte. Atme in den Bereich hinein. Bring die Knie zum Brust und lass dich hier kleine Kreisel machen. Sanfte Schaukeln von Seite zu Seite. Spür nach, was du hier brauchst, was für dich jetzt gut fühlt. Lass deine Knie, deine Beine in Gegenrichtungen kreiseln, deine Unterrücken hier ein bisschen aktiver in den Boden, in deine Matte massieren lassen. Die Arme dann wieder aus der Seite und die Beine dann nach links bringen. Schau mal nach, dass du in einer Winkel dann hier bist, die für die Hüfte gut fühlt und für den unteren Rücken. Unsere Praxis heute hat dann beide Ober- und Unterkörper fokussiert. Also schau, dass du hier in die Entspannung auch für beide Ober- und Unterkörper schaust. Ganz ruhig hier atmen. Komm langsam wieder in die Mitte und den Seiten wechseln. Schau mal zuerst nach für dich, welcher Winkel auf dieser Seite gut fühlt. Und gerne irgendwas hier ändern, falls dem Bedarf da ist. Ganz ruhig weiter atmen, ganz entspannt. Und lass dich hier dann langsam in die Mitte kommen. Und dich für deine Shavasana dann vorbereiten. Falls du irgendwas hier anders brauchst, dann gerne dann jetzt machen. Ansonsten die Beine nach vorne ausstrecken, die Arme entspannt neben deine Seite und in Shavasana dann ankommen.
Thank you.
Deinen Atem langsam tiefer und mehr bewusst durch deinen Körper fließen. Jeder weitere Atemzug tiefer, bewusster als die letzte. Lass dich langsam kleine Bewegungen in deinen Körper hineinbringen. Deine Hände, deine Füße, dein Kopf sanft von Seite zu Seite. Spür nach, wie es dir jetzt geht, am Ende der Stunde, im Körper, im Geist. Gerne hier auch größere Bewegungen für dich machen. Und wenn du bereit bist, dann dreh dich langsam über eine Seite. Und finde deinen Weg, dann langsam wieder im Sitzen.
Hände zusammen vor dem Brust. Namaste.